The Legend of Zelda, Majora's Mask. Ja, hallo, hier ist Sam und das ist der Maskenhändler. Yeah, er hat seine Maske wieder. Und es ist endlich an der Zeit, ich let's playe Zelda, Majora's Mask. Und wie ihr schon sehen könnt, es ist nicht das normale Zelda. Oh nein. Ich habe mich mal umgesehen und ich habe mir einen Texturenpatch geholt, der das Ganze so ziemlich im Twilight Princess Style machen soll. Und wie man sieht, es hat sich durchaus was verändert hier. Lassen wir mal das Intro ein bisschen durchlaufen. Der Corona sieht noch ziemlich gleich aus. Aber die hat ein paar andere Kleider an. Ich denke mal, das Intro wird auch nicht so arg bearbeitet sein. Eher das Spiel dann selbst. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe dieses Spiel schon sehr, sehr oft gespielt. Es ist meiner Meinung nach das beste Spiel, das Zelda heißt. Und ja, ich denke, ich werde es auch so ziemlich 100% spielen. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht weiß hier. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Das dürfte jetzt bald mal zu Ende sein. Jetzt kommt noch der Glockenturm. In der Unruhestadt. Oder Clock Tower in Englisch. Und sie heißt aus einem ganz simplen Grund so. Sie hat einen Turm mit einer Uhr drauf. Und der Witz an der Geschichte ist, ich habe nur 3 Tage. Und die muss ich immer und immer wieder erleben und dabei alle Gefahren meistern. Und die Ocarina hilft mir dabei. Die Ocarina der Zeit. Und das ist der Bösewicht. Das böse Horrorkid, das den Mond herabstürzen will. Auf die Stadt, nicht auf die Welt, nur auf die Stadt. Yeah. Von Toon Link. Bei YouTube heißt er, glaube ich, Giga Link oder so. Gucken wir mal hier in Optionen. Ja, alles richtig. Und wie man sieht, das Menü ist schön bearbeitet. Das gefällt mir gut. Und dann beginnen wir gleich mal mit einer neuen Datei. Ein neuer Spielstand. Wo ist das S? Da ist es. Und ich heiße immer noch Sam. Ein paar kleine Soundbugs gibt's hier. Ich hoffe, das stört nicht so. Okay, fangen wir an. Und es beginnt mit ein wenig Story. Im Lande Hyrule findet man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Das war Hyrule. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Ja, und das wird wohl Navi sein, die Fee. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Ja, das war so ziemlich die letzte Szene in Ocarina of Time, als Navi in der Zitadelle der Zeit einfach davongeflogen ist, ohne Abschied, ohne nix. Das war schon sehr gemein. Und der Arme sucht jetzt die Fee, findet aber nur eine andere, die mich dann auch begleitet. So, da sind sie. Die eine folgt mir dann später. Die Weiße nämlich. Die Taya. Und ich reite schon Epona. Aber noch als kleines Pferdchen. Denn ich bin ja selber noch klein.
Und wie ich finde, ist es schon etwas schwieriger zu reiten, dieses Pferd, wenn es klein ist. In der Ocarina of Time war es dann schon einfacher. Boah, wie gemein. Das arme Pferd, sage ich nur. Ich hab Angst. Boah. Und guckt euch die Farben an, alles neu. Oder so ziemlich alles neu. Hihi, das war gut, der Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Keine Skrupel des Kitter. Das Kind, das zu lange im Kokiri-Wald war. Denn im Kokiri-Wald kann ein normales Kind nicht überleben. Nicht normal, nicht ohne normal zu bleiben. Sondern es verwandelt sich in ein Horror-Kid. Und lass deine dreckigen Pfoten von mir, du. Meine schöne Ocarina. Habe ich schon Zelda bekommen. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey Horror-Kid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Yeah. Er kann spielen. Das geht nicht hier. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren. Auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Ja, eine Fee, die eine Ocarina spielt, das hatten wir auch noch nicht. Boah, jetzt gibt's Dresche. Was erlaubst du dir, du stinkiges Kind? Haha. Jetzt geht's ab. Was? Ganz knapp. Hey, Epona! Bleib hier! Jetzt brauche ich mal so eine Pferdepfeife, um die zurückzurufen. Dann könnte er sich den ganzen Ärger sparen. Denn es dürfte schon ziemlich wehtun, hier so am Pferd zu hängen. So Hufen ständig ins Gesicht zu bekommen und... Das ist nicht leicht. Das hält nur ein Held aus. Der Held der Zeit. Wow, bam, weg da. So, und da hauen sie ab. Und denen muss ich natürlich gleich folgen, mit dieser wunderbar störrischen Musik im Hintergrund. Und es fliegen Glühwürmchen rum. Yay. Gugu. Und was ist mit diesen Büschen passiert? Die sehen ja krass aus. Schon ein bisschen anders. Ich sammle erstmal ein bisschen Rubine, denn die kann ich später noch gebrauchen. Das habe ich früher am Anfang nie so gemacht. Am Anfang habe ich dieses Spiel auch überhaupt nie geschafft, es war viel zu schwer. Das ist auch, wie ich finde, das schwerste Spiel von Zelda. Aber gerade das macht es so faszinierend. Man kann es einfach 100-mal spielen und hat immer noch Freude daran. Aber hier hole ich jetzt keine Rubine mehr, ich habe keine Lust mehr. Und guck mal, wie er springt. So genial. Ist neu eingeführt in diesem Teil. Das ist so hammerhart. Ich würde sagen, ist sogar mein Lieblingsspiel von allen. Wow. Passt doch auf, Junge. Immer so ungeschickt. Yay. Wo sind wir gelandet? In irgendeinem Geisterhaus? Bam. Die Blume sieht auch ganz anders aus, aber gefällt mir sehr viel realistischer als dieses Pinke da, was da vorher war. Was ist bloß mit deinem dänischen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hehe, du gemeiner Wicht. Buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten, Narr? Doch, das glaube ich eigentlich schon. Auf jeden Fall bin ich so stärker, als wie ich gleich aussehe. Aber ich will nicht rumspoilern. Wartet's einfach ab. Didim. Didim. Wow.
ganz viele Deko-Kerle kommen jetzt. Die sind schon witzig. Geile Schnauzen vor allem. Hilfe! Boah, da hätte ich so Angst, wenn mich so ein Viecher folgen würde. Mit roten Augen und... Boah. Hammer. Yay, und ich sehe viel realistischer aus. Aber ich habe immer noch meine blonden Haare. Aber so habe ich doch viel weniger Chancen gegen den. Hey, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst dann hier und musst für immer so aussehen. Hey, ich dachte, du willst gegen mich antreten. Du traust dich nicht, du Weichei, du. Lass mich hin. Du böse Fee, du. Und wie es scheint, hat sie auch einen Mund und eine Zunge, also hat sie auch die Ocarina spielen können. Oder es war nur ein Soundfehler gerade. Schwester! Oh, jetzt hast du es verpasst. Das geschieht dir recht. Hey, hey, Horkid, warte auf mich, ich bin auch hier! Teal, du kannst ohne mich nicht fort! Bam! Oh, das muss wehtun. Da sind ganz viele Gehirnzellen abgestorben. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deko-Junge. Tu etwas! Hä? Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeil dich gefälligst. Sehr stimmungsschwankend, typisch Mädchen. Oh, Teal, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nichts zustößt. Ja, das hoffe ich auch. Und jetzt hüpfen die Büsche wieder so rum. Das passiert ab jetzt, glaube ich, immer sogar. So, und hier gibt's nichts mehr, ne? Doch ein paar Rubine. Wie konnte ich die nur übersehen? Schon 24, ja. So, gehen wir da weiter. Und ich würde sagen, ich speichere erstmal und dann spiele ich hier gleich weiter. Einen Moment.